Gott ist gnädig. Bitte schon mal die PowerPoint reinholen. Ich hatte gestern Abend die Wahl gehabt, zum Shabbat zu gehen oder mein Thema weiter durchzuarbeiten. Und ich hatte gerade die Wahl, ich gehe nach Shabbat und lieber mit meinem heutigen Thema. Aber weil ich schon lange nicht mehr da war, und dank der Herzensempfehlung meiner Frau, ich gehe zum Shabbat. Und Herr, gib mir die Gnade zum Thema, was ich vorbereitet hatte. И Господь, дай мне твое благословение то есть, на ту тему, которую я подготовил. Он ко мне зарык. И когда я вернулся, я sagt, тема wechsel. И что? Тема wechsel. А, и говорю, поменяй тему. Ein bisschen zum Hintergrund dieses Themas. Немного предшествования этой теме. In der Klinik war ich in einem Zimmer mit einem jungen Herrn. Der ist genauso alt wie ich. Der hieß Hans. Hans kommt von Bielefeld. Und egal worüber Hans erzählt hat, all das ist immer wieder zu diesem Thema zurückgekommen. Wenn man über 6 Wochen immer wieder das Thema in Erinnerung bekommt, und dann kann das Thema nicht so ohne weiteres ausgeblendet werden. Denn die Konzeption oder Typisierung von Menschen, die gibt es schon lange. Aber dieses hat mich doch berührt. Und der Hans erzählte mir, dass es bei ihm in der Gemeinde eine Amerikanerin gibt. Und sie ist eine unscheinbare Frau. Aber sie hat es in ihrer Fähigkeit, hat Gott ihr geschenkt, so bestimmte Konstrukte zu erkennen, die im alltäglichen Leben von Nutzen sind. Но Господь дал ей способность в ежедневных ситуациях узнавать какие-то конструкции, которые можно потом использовать. Und so war das dieses vier Menschentypen oder Kernwertekonzept. И так вот получилось это такое 4 человеческих типа либо Kernwerte. Корни ценности. Концепт корней ценностей в нас. Керн. Окей. Попробуем. Я к этому слову уже не вернусь. Вот die Dame heißt Beat Baron. Женщину зовут Beat Baron. Ich habe euch gesagt, dass es passt zu Markus. Ja, zu seinem Geburtstag. Weil ihr habt also bis zum Ende dieses Gottesdienstes Zeit zu sehen, wo steht der Markus von diesen Typen her.
Потому что я могу до конца проповеди немного смотреть, к какому типу Маркус относится. Und der Ansatz dieser Propredigt hat schon mit seinem Typ zu tun, so denke ich. И это как бы название уже как-то уже относится к Маркусу. Es ist ein Sachthema heute. Это как бы такая Sachthema, вещественная. Es ist nicht theologische große Background. Это не теологические рассуждения. Aber es kann sehr hilfreich sein im Umgang miteinander. Но это очень может помочь как бы в общении между людьми. Und jeder kann sich hier wiederfinden. И каждый может себя найти в этом. Vielleicht könnt ihr von Anfang an so ein bisschen so gucken, wo ihr euch mal sehen könntet. Вы можете также немного посмотреть и как бы определиться для себя, где вы себя видите. Okay, also nochmal, das Konzept heißt Kernkonzept. И концепт так называется корень. Wobei eigentlich heißt es nichts mit dem Kern an sich zu tun, sondern das kommt aus dem Englischen. Хотя это как бы, в общем, со словом корень как бы не совсем связано это и было взято из английского. Ich bringe euch hier zu dieser Tafel hier. K für Captain. Я приведу вас сюда к этой таблице, где K, also корень, also как капитан. Потом и dann E wie Ermutiger. E wie Ermutiger, как бы. Вдохновитель. Запомните это слово, потому что оно будет часто нужно. Или может и... на русском надо записать просто на бумажку, потому что и стандартность... У меня часто не вылетает из головы. Also, zurück, E, der Ermutiger. Und R, das ist aus dem Englischen. Was Beziehung in Englisch? Relationship. Поэтому, deswegen passt es nicht ganz dazu. Also in Deutsch heißt es Beziehungsmensch, wenn man von der Beschreibung her gleich sein will. Und das N für Navigator. Die Buchstabe R, это как бы Beziehungsmensch, то есть воспитатель, Beziehungswaspitatель. Нет, Beziehung, отношения. Отношения. Человек, отношения. И Навигатор, это как бы... Навигатор, я думаю, понятно так. Пускай это навигатор в машине. Навигатор. Тот, который указан дорогу. Направление пути. Окей. Diese Typen sind sehr unterschiedlich. И эти типы, они очень разные. И они, und die sind so unterschiedlich, wie die Gemeinde Gottes so ist. И они так же различны, как и общины Господней. Ich möchte dieses Konzept rein aus der Perspektive der Gemeinde sehen. И я хочу эту тему рассмотреть из перспективы общины. Denn wir sind, und jede Gemeinde an sich soll eine bunte Gemeinde sein. И каждая община, она как бы должна быть такой цветной, разнообразной. Und die Schrift sagt, alle Gaben sind dort vertreten, die notwendig sind, um diese Gemeinde zu bauen. И в Писании написано, что в каждой общине есть те данные, которые нужны для этой общины. Also gehen wir einmal zum Captain. И мы сейчас перейдем к бубика капитана. Die Captains sind so die Zugpferde einer Organisation oder Gemeinde. И капитаны, они такие как бы тянущие лошади в каждой общине или в церкви. Dann geht's weiter mit den Ermutigern. И дальше идет к вдохновителю. Ihr kennt diesen Mann. Вы знаете этого человека. Ja? Sein Job ist es, die Leute bei der Stange zu halten. Его задание держать людей. Dass sie motiviert sind. Чтобы они были такие мотивированные. Um den gemeinsamen Weg als Volk zum Beispiel gemeinsam motiviert oder in Stärke zu gehen. Чтобы народ совместно направлять в одном направлении. Und dann gibt es da oben nochmal die Beziehungsmenschen. Oben rechts. Сверху такой человек. Отношений. Und man sagt, aber Beziehung ist so ganz wichtig. И можно сказать, что отношения это очень важно. Gott hat uns Menschen geschaffen für Beziehung. Господь создал человека для отношений. Erstens, die Beziehung mit sich selbst. Во-первых, для отношений с самим собой. Und dann Beziehung von miteinander, zueinander. После этого отношения между людьми. Beziehung ist wichtig. Отношения это важно. Und dann gibt es noch so einen menschlichen Schlag, das sind die Navigatoren. И
И есть также человек, который как навигатор. Die sagen, ja, Handel ist wichtig. И они говорят, да, действовать это важно. Aber es muss korrekt sein. Но это должно быть корректно. Und die zitieren ganz gerne: Niemand baut einen Turm, bevor er nicht seine Kosten überschlagen hat. Они часто цитируют такие слова, что никто не строит башню, пока он не посчитал, что это будет стоить. Aber damit wir es besser verstehen, gehen wir noch eine zweite Ebene tiefer. Но для того, чтобы лучше понимать, мы перейдем к следующему уровню. Erstmal allgemein. Немного общего. Die Captains sind meistens so in Organisationen Geschäftsführer oder Pastoren oder Gemeindeälteste oder Leiter. Капитаны, они в основном такие, как в общей жизни, как Geschäftsführer, то есть начальники на фирмах, либо они священники в церкви. Die Ermutiger sind so Verkäufertypen. Вдохновители, они такие больше как продавцы. Der Pastor hat eine Idee. Pastor, он как бы есть идея. Und der Motivator bringt das und das Volk. И вдохновитель, он как бы распространяет это в народ. Und eine Kunde kann ohne dem anderen nicht viel anfangen. И как бы, они как бы зависят друг от друга, а один без другого не могут сильно много делать. Dann gibt es aber diese Beziehungsebene von Menschen. И также есть это уровень отношений. Das sind meistens Sozialarbeiter oder geborene Seelsorger. И это как бы социальные работники в обычной сфере, либо заботящиеся о душевном состоянии. Und die Navigatoren. И те, которые относятся к навигаторам, die sind für die Qualität zuständig. Они как бы отвечают за качество. Damit keine Gemeinde ein Taxflieger ist, sondern eine gestandene Organisation und Einheit wird. Чтобы каждая община это не была как бы такая Taxflieger, община такая состоявшаяся ценностью. Wir gehen mal nochmal in eine Ebene der Vertiefung, was so die einzelnen Typen so hergibt, was die Typen ausmacht. Теперь перейдем еще глубже к каждому типу и посмотрим, что к каждому типу так специфически относится. Der Kapitän. Капитан. Er will siegen. Он хочет побеждать. Er will ankommen am Ziel. Он хочет прийти к своей цели. Er will Taten sehen. Он хочет видеть свои дела. Meistens hat er große Ziele vor Augen. Часто очень, это очень большие цели перед глазами. Und wenn auf dem Weg mal einer mal wegfällt, naja, Verlust ist überall. И если кто-то по пути, например, кто-то там отпадает, но это бывает потери в дороге. Weil er muss ja das große Ziel nicht aus den Augen verlieren. И он не должен потерять свою цель из своих глаз. So eine typische Aussage könnte sein von einem Kapitän: Geht nicht, gibt's nicht. И такое высказывание у капитана тоже, скорее всего, что у каждого есть, что невозможное не бывает. Нет невозможного. Нет невозможного. Молодец, находчивый. Окей. Dann gehen wir weiter zum Ermutiger. Теперь перейдем к вдохновителю. Er würde am liebsten alle dabei haben wollen. И ему бы хотелось иметь всех при себе. Also der wartet so lange, bis der Letzte reingekommen ist, damit der Gottesdienst beginnen kann. И он ждет до последнего, пока как последний не войдет в зал, чтобы начать проповедь. Dass im Gotteswillen niemand verloren geht. Чтобы с богослужения никто не пропустил. Er möchte Freude im Gottesdienst und den Tanz dabei haben. Он желает радость иметь в богослужении и также танцевать там. Er ist ermutigt. Он вдохновитель, он вдохновленный. Er mag Stimmung. Ему нравится настроение хорошее. Ja. Und er motiviert von Leben, also von Lebensgerne. И он живет очень охотно, он такой, во всем такой. Er schätzt Veranstaltungen, Feste und Events. Он очень ценит всякие праздники, представления, выступления, все это ему нравится. Богатые столы, рожденные уже Ermutiger. Окей, dann gibt es den Beziehungsmenschen. Есть люди отношений. Er wird alles dran setzen, um das Miteinander auszuloten und auszubalancieren. И он будет, он все поставит, чтобы для того, все отдаст для того, чтобы между людьми не было никаких разногласий, чтобы все было гладко и чисто. Er würde 10 Kerzen mehr irgendwo hinstellen, damit die Atmosphäre ja stimmig ist. Он даже поставит больше, на 10 свечек поставит больше, чтобы атмосфера была такая, чтобы подходила каждому. Und um Gottes Willen, ja, nicht die Hintergrundmusik vergessen.
И ни в каком случае не забыть музыку такую на заднем плане. Es sehr harmoniebedürftig. Ему очень нравится, когда все гармонично. Mag in Teams arbeiten. Also mit Ему очень нравится работать в группе. Weil es ja immer um Beziehung geht. Потому что идет речь об общении. Und baut ständig Beziehungen auf, egal wo hinkommt. И он везде пытается... отношения если что, организовать. Сядь рядом, чтобы как иногда слово ему закинуть, бывает облегче, да, спасибо. Ja, es sind so die Typen, die dann von einer Reha kommen und dann 50 Adressen dann auf seinem Zettel hier stehen haben. Это такие люди, которые, например, приезжают после курсов и, ну, после лечения, и у них есть листочек, на котором больше 50 адресов написано. Schatz, du irrst dich, ich habe nur 5 mitgebracht, ehrlich. Не переживай, говорит, я только 5 с собой принес. Du darfst mich auch noch erkennen, ich werde dich fragen am Ende. Меня можно тоже так узнать, если есть вопросы. Ja, und dann gibt es die Navigatoren. Да есть те, которые указывают путь, навигаторы. Also, die sind ordnungsliebend. Они очень любят порядок. Also, der Gottesdienst muss strukturiert sein. Богослужение должно быть разложено по полочкам. Die Stühle müssen klar stehen. Die Stühle должны стоять ровненько. Die Aufgaben eindeutig verteilt. Die задания должны быть всем разданы. А wie denn sonst? А как по-другому? Wir sind doch nicht auf dem Markt. Мы же здесь не на базаре. Логично. Der Navigator arbeitet immer streng konzeptionell. Навигатор всегда работает как бы по плану, который он себе запланировал. Er ist sehr gesetzestreu. Он также очень придерживается закона. Und kontrolliert gerne, dass alles ja seinen Ordnung hat. И всегда контролирует, чтобы порядок был. So. Стоит один впереди. Все четыре. Не надо смешить, мне сердце болит. Versuch mal einen Gag zu machen, aber ich kann schlecht sagen. Sehr zu sehr, wo ist denn mit? So was gibt es nicht. Ich komme noch dazu. So, das war die erste Vertiefung. Aber ich dachte mir, ich möchte gerne so ein bisschen tiefer in diese Menschentypen reinschauen. Lass uns das noch versuchen. Also, nächste Folie. Also, die Kapitäne, nochmal zurück, immer am Anfang, immer eine Runde tiefer, wie so eine Spirale, ne? Der Kapitän ist ein typisches Arbeitstier. Er arbeitet so lange, bis er umfällt. Er kann es ihm zehnmal vom Burnout erzählen, das glaubt er dir sowieso nicht. По потере сознания 10 раз можно рассказать, но он где-то не болеет, пока сам плохо. И если что-то не получается, liegt da noch ein Ohr drauf. Тогда он делает еще больше. Und noch eine Nachtschicht. И потом еще на ночную смену. Bis es klappt. Пока получится. Liest gerne von Glaubenshelden. Он очень читает охотно о людях, которые в вере очень сильны. Predigt gerne über David und Paulus. Geht nicht wie andere so mal ein Täglein, einen Tag fasten, der geht für 10 Tage ins Fasten und Gebet. Macht aber gerne mal Nachtgebete. Also im Sinne von nicht kleckern, klotzen. Не мелочиться. Не мелочиться. Окей. Ist Vorbild im Fleiß. Он пример в прилежании. Arbeitet hart an sich selbst auch. Работает очень серьезно над собой. Das macht den Kapitän aus. Er sieht immer nach innen und außen immer das gleiche Bild. И это делает как капитана, как бы снаружи и внутри всегда одинаковая картина. Redet gerne über Themen wie Kraft. Говорит очень охотно на темы о силе. Durchhaltevermögen. О выносливости. Zielstrebigkeit. Стремление к цели. Fest und starken Glauben. О крепкой и сильной вере. Klare Führung des Heiligen Geistes. О понятном направлении Святого Духа. Erfolg. Успех. Volle Hingabe. Полная отдача. Ein typisches Risiko.
у него есть такой небольшой риск, also Workaholic bis zum Burnout. Yeah. Workaholic, also Arbeitstier. Работоголик. Работоголик, да. Я недавно шпиртсис я. Трудоголик. Ну, у него особо, он сегодня креативную фазу имеет. Классно. So, und so ein typischer Satz könnte sein, ja, wo grubeln wir uns, da fallen wir auch mal spielen. И такой его мотив такой в жизни, где стругают там или где пилят, там попадают обилки. И также есть вдохновители. Vermehrt in charismatischen Gemeinden vorrangig zu treffen. Also da sammeln sie sich dann, da treffen sie sich dann, da fühlen sie wohl. Чаще всего встречается в харизматических церквях. Там просто такая атмосфера и почва соответствующая. Steht immer unter Strom und lächelt viel. Он постоянно находится под напряжением, и он всегда улыбается. Weil, wenn nicht lächelt, ermutigt nicht. Да, потому что если он не улыбается, он и не вдохновляет. Wird von anderen gern als ein Schwärmer gesehen. О, der da. И бывает, на него все смотрят так, как бы, опять этот пришел. Hat immer einen Witz auf Lager. Всегда имеет небольшой анекдот, либо шутку. Liebt Konzerte. Любит концерты. Ja, mutigen. Конференции, Partys. Всякие конференции и парки, такие праздники. Das ist so ein typischer Evangelist. Это такой тип, такой типичный евангелист. Denn draußen ist, oder hier drin ist Evangelisation, draußen ist Strömenregen. И так как здесь внутри, например, евангелизация, на улице дождь. Und stellt sich hin und anstatt mit den anderen zu trauern, dass keiner kommen kann. И вместо того, чтобы стоять спереди и вместе с другими быть грустным, что никто не пришел. Dann sagt der Vater, mein Freund ist Bauer, danke für den Regen. И он говорит, Господи, мой друг фермер, спасибо тебе за дождь. Dieser redet gerne über die Gaben des Heiligen Geistes. Он очень охотно говорит о дарах Святого Духа. Predigt über Wunder. Говорит о чудесах. Oder Erfüllung mit dem Geist Gottes. Либо о наполнении Святым Духом. Oh, jetzt habe ich die rausgenommen aus dem anderen Raum. Gemeinsam sind wir stärker als alleine. Das ist sein Lebensmotto. И его жизненное мотто такое. Совместно мы сильнее. Совместно мы сильнее, чем одни. Typische Gefahr für ihn ist das Blankout der Seele. Von innen ausgeblieben. Типичная опасность для него это Burnout. Burnout это заболевание просто перенасильствует. И у него такое заболевание может быть, что Burnout души. Ну, давай, guck mal, ganz schnell rein. Was? Burnout, лампочка перед. Да, дословно. Übrigens, gehen wir nochmal zurück auf den Captain, dann habe ich hier was übersehen. Das ist ganz wichtig, dass so Kapitäne überall Kapitäne sind. Die sind nötig und das sind Menschentypen. In der Veränderung zwischen der DDR zur BRD haben wir sowas festgestellt. В изменениях, когда ГДР исчезла, появилась Германия. Dass so manche Politiker, die starke SED-Funktionäre waren, что очень большинство политиков были как бы этими очень сильными SED-Партия. Einheitspartei Deutschland. Sozialistische Einheitspartei Deutschland. Okay. Die wurden plötzlich zu starken Verfechter der CDU. Das Thema hat sich ein bisschen verschoben, aber inhaltlich, beziehungsweise von der Art und Weise, wie sie dafür stehen, hat sich nichts geändert. Они изменили свою партию название, но то, что у них было до этого и после этого, их цели и направления не изменились. Weil ihr Typ hat sich nicht verändert. Потому что их Typ не изменился. Und die schaffen das. И они, у них получается это. Die müssen sich im Kopf nicht vergewaltigen. Они не должны себе в голове что-то изменять. Weil das, was tut, der Captain, das kann lernen. Aber wie tut, das hat das mit der Wesensart zu tun. Потому что то, что делает капитан, то он и делает, как
то, что происходит внутри, это как бы связано с внутренним миром. Das heißt, mit anderen Worten, welches Schiff ich steuere, das kann ich lernen. То есть, с другими словами, какой корабль мне сейчас управлять, каким кораблем, это я могу научиться. Okay. Ist immer von seinem Ziel zu überzeugt, übrigens der Captain. Всегда они по своей цели, всегда они. Und der Captain hat oft Augen, also vor Augen Dinge, die andere noch gar nicht sehen. И они всегда имеют перед глазами цели, которые другие вообще даже не видят, не представляют. Jetzt nochmal zurück zum Ermutiger. Немного назад вдохновителя. Wir haben den schon mal durchgeguckt, aber nochmal will ich dran nachlegen. Er legt sehr großen Wert auf Treue. И немного вернемся, мы уже все посмотрели, и они очень большой уклон делают на доверие, верность. Верность, верность. Und hasst wie die Pest die Untreue. И они очень не любят и ненавидят. Kann damit überhaupt nicht umgehen. Неверность. Они с этим вообще не могут жить. Also, wenn hier diesen Typen von Ermutiger jemand als Mitarbeiter nicht treu ist, der ist einmal unten durch, komplett. Sehr schön. Кто-то из сотрудников такого типа людей, он неверный этому человеку, то он быстро исчезает из его группы. Ja? Besitzt ein hohes Potenzial an Konfliktbewältigung. И у них очень большой потенциал на, как бы, на разрешение разных конфликтов. Weil hat zu ermutigen. Потому что он в этом вдохновленный. Und Konflikte stehen Ermutigung entgegen. И конфликты, они как бы стоят как противоположность. Also, natürlicherweise entwickelt dieses Konfliktbewältigungspotenzial. И поэтому как бы натурально то, что он как бы развивает в себе этот потенциал против конфликтов. Aber diese Menschen sind besonders wertvoll. Но эти люди очень особенно ценны. In Zeiten der Verfolgung. Во время преследований. Da sind sie die Menschen, die das Leben schon ein Stück aufrechterhalten. Это те люди, которые в это время немного жизнь поддерживают. Wenn weder Konzepte noch sonst was zählt. И если что-то, кроме концептов, еще ценится. Окей. Beziehungsmenschen. Люди отношений. Also diese Menschen, habe ich schon angesprochen, legen sehr viel Wert auf Harmonie. Эти люди очень много возлагают ценность на гармонию. Die reden nicht von Konzepten. Они не говорят о каких-то концептах. Die sind nicht harmonisch. Потому что концепты они не гармоничны. Die brauchen als Atmosphäre. Ja, они нуждаются в атмосфере. Sind übrigens typisch so Hauskreisleiter, Seelsorger oder Vermittler im Berufsleben. Они чаще всего бывают такими, как бы, руководители домашней группы, либо душепопечителем, либо автомобилем. Weil da wäscht so eine Hand die andere, ne? Потому что там как бы одна рука моет другую. Beziehung ist entscheidend. Потому что отношения это решающая часть. Sie sind auch oft im Beruf Konfliktberater oder Manager. Они также по профессии чаще всего советник по конфликтам, либо помощник по конфликтам, либо менеджер. Защитник конфликта, да. Sie lieben oft Kaffee oder Teerunden. Они очень часто любят такие кофейные паузы, либо чайные сборища. Aber sie haben ein sehr großes Bedürfnis an Liebe Gottes. И они очень нуждаются в любви Господа. Diese Menschen kommen auch meistens über diese Ebene zum Glauben. И эти люди очень часто приходят через этот... Nichts spricht sie so an, wie die Liebe des Allmächtigen Gottes. Wow, das geht wie Buddha. Ничто так не действует на них, как любовь Всевышнего Бога. Ja. Das kann passieren. Es sind ja, Leute, die diese so Beziehung, Harmonie, die sind, ja, die haben schon gewisse Neigungen, ja. Also ich verändere mich auch gerade hier. Diese Menschen sind gerne bei Anbetungsabenden dabei. Sie Grundstimmung ist da, ne? Evangelische Allianz, runde Tische für Flüchtlinge und sonst. Thema ist egal. Hauptsache runder Tisch und miteinander und Harmonie. Okay.
Egal, über welches Thema diese Person predigen würde, es würde immer mit Nächstenliebe zu tun. Все равно, о какой теме бы они ни говорили, то постоянно как бы, в теме находится любовь к ближнему. Sind oft ein bisschen sentimental und gefühlsbetont. Они часто сентиментальные и очень чувственные. Und dann haben wir noch einen. И теперь есть еще один. Und dieser Navigator. И этот Навигатор. Ist sehr auf Ordnung bedacht. Очень такой, заботится о порядке. Beobachtet gerne. Он наблюдает также охотно. Er könnte ein typischer Beamter, Buchhalter, Qualitätsmensch, Systemberater oder Lehrer sein. Они могут быть как бы такими типичными бухгалтерами, либо госслужащими. Качество, контроль за качеством, либо какими-то системными служащими, учителями. Forscht gerne in der Bibel. Они очень часто ищут в Библии. Wenn es in der Gemeinde um ordentliche Gemeindeführung geht, muss man die allerdings kennen, diese Ordnung, ne? И если, чтобы в общине было как бы порядок такой, поэтому нужно учить этот порядок. Entwirft gerne Konzepte und findet Zusammenhänge. Они очень часто составляют концепты и ищут всегда сочетания. Sie haben tendenziell in sich Richter oder Wächter zu sein. Также в тенденции у них есть быть всегда либо судьей, либо служителем, охранником. Redet gerne in den Predigten über Gott der Ordnung. Часто говорит в прославлениях о Боге и порядке. Структурен, der Aufbau der Bibel. Также о структурах, построении Библии. Über Gesetze, Gebote oder Statistiken. О законах и также заповедях, либо статистике. Dieser Typ von Menschen. Этот тип человека würde sagen, vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Может всегда сказать, что доверять хорошо, а проверять лучше. Und es gibt eine kleine Neigung nochmal dabei, das ist die Kritiksucht, eine typische Gefahr dieser Menschen. И небольшая такая опасность для них, это как бы... War eine tolle Veranstaltung, aber also diesen einen Satz, den hätte er nicht sagen müssen. So, wir hatten zwei Übersetzer gerade. И они всегда говорят, что было хорошо, но надо было получше. Okay. Also nochmal zurück, nochmal eins weiter. Еще раз назад или дальше? Дальше. Вперед. Ja. Unsere vier Menschentypen. Und mitten in diese Unterschiedlichkeit. Spricht die Bibel hinein, nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Принимайте друг друга, как Иисус принял вас. Есть это песня, нет, она да. Es gab so ein Lied von Arne und Andreas. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Reicht einander die Hand und seid zur Versöhnung bereit. Gott schuf uns Menschen als Originale und keiner ist dem anderen gleich. Doch wir wollten nur 15 Duplikate, weil die Meinung von der Stamme erreicht. Kennt ihr das? Ja. Ich fand es total gut, das Lied. Also das hat mich richtig damals herausgefordert. Das Besondere der Gemeinde besteht genau darin, особенность общения, что она состоит из этого. Dass man so unterschiedlich ist, что мы все такие разные. Und doch an einen gemeinsamen Wert oder eine gemeinsame Sache festhält. И все-таки an одной вещи, одному человеку мы все как бы верны и вокруг него собираемся. Dann ist noch eins mir vorgestellt worden in diesem Konzept. И мне еще кое-что представилось в этом концепте. Ich hoffe zumindest, dass ich den Herrn richtig verstanden habe. Ich habe nur mehrere Schmierzettel auf dem Tisch liegen gehabt. Я надеюсь, что я правильно понял Господа, потому что у меня на столе было только пару черновиков, пару листочков. Wieder diese vier Typen. Мы видим этих четырех типов. Und schauen wir, was passiert. И смотрим, что происходит. Der Kapitän und der Ermutiger. Капитан и вдохновитель. Beide entspannen
sich, indem sie etwas tun. Die оба получают как бы удовольствие в том, что они делают. Ihr kennt es ja, so manche, um zu entspannen, müssen sie aus der Stadt raus, Musik ausstellen oder leise, klassische Musik irgendwo, mit einem Blick auf eine grüne Wiese und Wald, und das ist schön. Вы можете себе представить, что многим из вас, наверное, нравится где-то на полянке расположиться, в лес пойти, послушать тихую музыку, и при этом вы получаете свое расслабление, свое удовольствие. Für diese beiden nicht. Для этих двух это не подходит. Das sind zwei Typen, die total vom Tun bestimmt sind. Это два человека, которые, в общем, конкретно только от своих действий зависят. Also, wenn der Kapitän entspannen will, dann geht im Garten und gräbt ihn um. Если капитан хочет себя немного развлечь, он идет в огород и начинает там все перекапывать. Komischer Kauz, ne? Er will doch entspannen, ne? Aber das ist seine Art zu entspannen. Это его принцип расслабления. Und dem gegenüber stehen die beiden, die ihre Kraft aus dem Sein schöpfen. Ich bin. Aus dem Sein. Die eine sind in dieser Atmosphäre und die anderen in ihre Ordnung. Aber sie sind. Один берет это из общения, а другой берет из порядка. Wenn der Navigator zum Entspannen anfängt, den Garten umzugraben, schicken Sie ihn in Psychiatrie. Если навигатор начнет для расслабления перекапывать свой огород, то они его отправят в психушку. Das stimmt was nicht. Потому что что-то с ним не подходит. Der hat eine Macke. У него есть заскок. Aber es gibt auf die andere Seite, schaut mal. Auf der einen Seite, der Captain und Navigator haben auch Ähnlichkeiten. Но с другой стороны, капитан и навигатор тоже имеют что-то общее. Beiden geht es immer um Fakten und Realitäten. Обоим как бы идет больше, они относятся к фактам и реальности. Das verbindet sie. Это как бы объединяет их вместе. Ja. Und den Rest, den dulden sie als Gefühlsdüselei. Kennt ihr das? А все остальное просто терпят. Прирыв. На эмоциях все. Die gegenüberliegende Seite, die Beziehungsmenschen ermutiger, противоположная сторона, geht zu Emotionen. И больше идет как бы через эмоции. Pastor, du magst recht haben, du hast aber meine Emotionen verletzt. Das wäre nicht. Но ты как бы не сделал мне приятно моим эмоциям. Schau mal, was passiert. Das ist ganz interessant, ne? Смотрите, что происходит. Durch das gemeinsame von Fakten und Realitäten wird der Captain den Navigator verstehen. Und umgekehrt. Через это как бы общее, через факты и реальность, капитан и навигатор начинают себя понимать друг друга. Und der Captain kann sich mit dem Ermutiger verstehen. Über die Ebene, es muss ja was getan werden. И капитан также понимает себя с вдохновителем, потому что нужно что-то делать. Und genau das gleiche findet hier statt. И также здесь между вдохновителем и отношениями тоже происходит. Also ganz wichtig. То есть очень важно. Dass diese Typ des Menschen, wie ich einer bin. Что этот Typ человека, как я есть. Ein Teil der Schöpfungsordnung des allmächtigen Gottes ist. Это часть, как бы, порядка творения всемогущего Бога. Weil das sind, man kann sie unterschiedlich gliedern, noch mehr aufgliedern und anstatt 4, 8 Gruppen oder 16 Gruppen machen, das kann man. Aber man kann diesen Typ in mir, kann man nicht verändern. Ja? Можно я говорю, это часть Божьего творения во мне. И то, что Бог записал во мне, невозможно изменить. Я могу по-другому разделить не на 4 группы, на 8, на 16 или больше. Это я могу. Но я не могу изменить типологию, тот корень, который Бог вложил в меня. Это важно, чтобы вы понимали, потому что я к этому приду. Es ist auch wichtig zu verstehen, wenn Gott einen von den beiden, von diesen vieren glücklich machen will. И это очень важно понимать, что если Господь хочет одного из этих четырех сделать счастливым. Also der Captain ist in der Verunsicherung. Irgendwas ist passiert. То капитан как-то как бы, yeah? Немного не уверен в себя, что-то случилось. Zum Beispiel, das Ziel ist verfehlt. Что как бы, цель не попала. Wie begegnet Gott ihm, um den aufzubauen?
Как приходит к нему Господь, чтобы его понять? Er schenkt ihm einen starken Glauben. Он дарит ему сильную веру. Wenn das Konzert so verändert, dann kommt es sicher zum Ziel. Чтобы он изменил свой концерт так, чтобы прийти к своей цели. Jetzt ist der Ermutiger, sagt, ich habe eingeladen zum Konzert und nur 10% kamen. Катастрофа! И вдохновитель как бы тоже, ну, да, я всех пригласил, а пришли только 10% из них. Was macht Gott mit dem Ermutiger? Что делает Господь с вдохновителем? Das Konzert wird so gut, dass schwärmt, sagt Gott, das ist ein Geschenk an mich, herrlich! И концерт будет таким великолепным, что он скажет, Господи, спасибо тебе за это. Und nächste drei Gottesdienste erzählt von der Freude, die er gehabt hat, wenn er Konzert hat, jedes Mal, nächstes Mal unbedingt alle mitmachen. И следующие три проповеди он рассказывает о той радости, которую он получил, и чтобы в следующий раз все пришли. Der Beziehungsmensch. Человек отношений. Wenn in der Beziehungskrise steckt, когда он находится в кризисе отношений, dann wird ihm plötzlich im Bibellesen klar, Gott liebt mich. И когда он будет читать Библию, то там он поймет, что Господь меня любит. Und diese Erkenntnis kann bei ihm niemand und nichts stoppen. И это новость для него, он как бы ничто не сможет ее перебороть. Да? Da lächelt einer bei dem Beziehungsmensch sehr stark. Ich hatte dich heute früh übrigens beschrieben, in diese Richtung. Ja, ja, ich sag's dir, wir werden noch überlegen. Aber wir kommen da später dazu. Ich glaube, es nachher. Und dann gibt's die Navigatoren. Und wenn der Navigator merkt, das Konzept ist nicht eingehalten und nichts klappt. Und dann kommt ein Freund zu ihm und sagt, weißt du, aber Gott kann auch auf krummen Zeilen gerade schreiben und da kommt ein tiefer Frieden. Jeder ist anders. Wenn ich heute hier predige, wird jeder von euch etwas anderes von dieser Predigt mitnehmen. Und wenn man austauschen würde, und denkt so, wie kommt da, dass das wichtig war? Das ist doch wichtig. Und umgekehrt. Und das Schöne ist, nach drei Tagen solltet ihr die Predigt nacherzählen. Und es sind 20-30 neue Predigten entstanden. Weil wir so unterschiedlich sind und alles, was wir hören, durch diese Brille unseres Seins lesen. Und Gott wollte es so. Es ist seine Idee. Es ist sein Ansatz. Und er ist ihm treu. Also, noch ein paar wissenswerte Sachen. Jeder von uns gehört zu einem dieser vier Wesenstypen und hat einen Punkt als Schwerpunkt. Schwerpunkt, wie heißt Schwerpunkt in Russisch? Weiß ich auch gar nicht. Ja, Призвание, ударение, да. Что каждый имеет вот из этих. Он где-то ударение находится в какой-то из этих сфер. Окей. Jeder kann Teile von anderen Typen beherrschen. Каждый может части другого типа понимать, беговать, учить. Владеть. Элементами владеть, разными элементами других типов. Он может владеть. In der Regel ist es so, der Captain kann über das über Fakten und diese Dinge mit dem Navigator machen. Das heißt, der Captain hat es nicht schwer, Teile der Aufgaben eines Navigators zu übernehmen. Und? Entschuldigung. Часть заданий, либо способности навигатора перенять и понять, и также их выполнять, и также капитан может
вдохновителю также его понимать и выполнять его некоторые способности. Weil die sich über das Tun definieren, da stehen sie sich auf dieser Ebene nach. Потому что они как бы связаны делами, а то есть через действия, и поэтому они как бы взаимосвязаны. Zum Beispiel kann ein Navigator zum Teil Captain sein. Так вот, например, навигатор может частично быть капитаном. Wenn es darum geht, Ordnungen einzuhalten und dabei Menschen zu retten. Если при этом, например, идет речь о том, чтобы соблюдать порядки и спасать человека. Aber nur teilweise, ich komme darauf zurück. Но при этом только частично. Wechselt jemand seinen Typ? Если кто-то поменяет свой тюб. Wenn zum Beispiel einer, der Navigator ist, fängt an Captain zu sein. И если вдруг навигатор хочет стать капитаном. Interessanterweise ist es wissenschaftlich belegt, braucht er viel mehr Energie, um die gleiche Arbeit zu tun wie der Captain. И при этом было как бы учеными доказано, что навигатору требуется примерно в два раза больше энергии, чтобы быть капитаном. Das heißt, er kann es. Это значит, что он это может. Aber es zehrt viel mehr an Kräften. Но ему очень не хватает силы. Und so kann interessanterweise die Tendenz aus einem anderen Bereich etwas als Aufgabe zu übernehmen, geht immer in der waagerechten und senkrechten. Von hier so, von diesem so und von jenem hoch und waagerecht. И поэтому как бы есть тенденция о перенятии небольших способностей и возможностей только в горизонтальном и вертикальном направлении, судя по этой картинке. Der Captain als Navigator, капитан, если он будет навигатором, muss sich viel mehr anstrengen, должен больше как бы иметь. Принять усилия прилагать. Больше усилий. Ja. Ist weniger erfolgreich und leidet langfristig darunter. Läuft zunehmend auf Reserve. Und wenn man das auf Dauer nicht verändert, wird dieser Mensch krank und landet früher oder später in der Psychiatrie. Этот человек становится потом больным и рано или поздно попадает в психиатрию. Uns, sitzen, и очень важно для тех, которые имеют детей. Dass wir solche Tendenzen erkennen, was ist mein Kind für ein Typ. И чтобы мы очень могли хорошо распознать, какого типа есть мой ребенок. Und ihn gemäß dieses Typus fördern. И этого ребенка по принципу этих тюбов его как бы развивать, направлять его в направлении давать. Wenn jemand, если кто-то, ein Ermutiger ist, если кто-то есть вдохновитель, und wenn ich versuche aus ihm einen Arzt zu machen, и если я попробую из него сделать врача, ja, der arme Mensch, бедный человек, es könnte ein ruiniertes Schicksal bedeuten. Это может быть очень поврежденная жизнь. Versteht ihr? Weil wir legen ja Weichen fest für nächste 30, 40, 50 Jahre. Und kurzzeitig kann ich mal reinspringen, was machen. Aber es ist wichtig, dass mir bewusst wird, wer bin ich überhaupt. Wissen Sie, ich habe euch mal kurz erzählt, in der Natur ist es viel einfacher. И я вам уже сегодня рассказывал, что в природе это все очень просто. Der Apfelbaum, der würde niemals auf den Gedanken kommen, Kirschen zu produzieren. Например, яблочное дерево никогда не придет в идею, чтобы на нем выросли вишни. Nur wir Menschen sehen unseren Nachbarn, weil er als Arzt viel verdient, sagen, ich will auch Arzt werden. И только лишь мы, люди, смотрим на нашего соседа, он очень много зарабатывает, и говорит, тогда я тоже хочу быть врачом. Der Grund ist krankhaft. Основание тут уже как бы болезненное. Und so wird auch das Produkt am Ende krankhaft sein. И поэтому даже в конце продукт будет больным. Was ist meine Wesensart oder deine Wesensart? Что есть мое существо? Ja? Либо твое существо. Ein kreativen Menschen irgendwo als Navigator zu missbrauchen, wäre tot. Одного креативного человека поставить навигатором, то он умрет. Ничего с него не получится.
Окей? Хорошо. И обеціюнг. Zum Thema Ehe. Nun ein kleiner Tipp. Die meisten geht es nichts an, aber. Also, der Captain kann mit dem Navigator und der Captain kann mit dem Ermutiger. Die natürlichen Ebenen der Beziehung vom Captain. Also, die Frau sollte Navigator und Ermutiger sein. Okay, so, ihr kennt auch dieses Gegensätze ziehen sich an. Aber sie verschleißen auch. Das heißt, Gegensätze können funktionieren. Aber auf Dauer sollte man eine ganz große Sicherheit in Gott haben. Если это на продолжительное время, то мы должны быть очень уверены в Господе. Und zwar beide. И при этом оба. Sonst hätten wir ein Problem. Потому что по-другому есть проблема. Aber gänzlich unmöglich ist. Wenn zwei Chefs in einer Familie sind. Если два шефа в одной семье. Wenn zwei Ermutiger sich hochschrauben, hochschrauben, bis oben runterfallen. Oder wenn zwei Beziehungsmenschen so in ihre Gefühlsduselei verstrickt sind, dass sie überhaupt nicht mehr rauskommen. Das heißt dann eine kollektive Depression. Ja? Und zwei Navigatoren, jeder hat seinen Plan. Gott bewahre. Ist interessant, ne? Was, ihr sucht euch mal. Ja? Ich weiß nicht warum, ich habe heute früh, als ich den Beziehungsbild geschrieben habe, die Ina hier gesehen. Jetzt dürft ihr raten, wo ihr Mann ist. Der ist ja nicht da, aber ich kann es ihm gerne zur Verfügung stellen. Was würdest du ihn schätzen? Beziehungsmensch. Bist du? Да. А Толя, капитан, но больше с навигатором. Он навигатор? Имеет тенденцию. Да, ist er natürlich, weil plant, guckt, zehnmal durchrechnet, einmal bestellt, typisch Tolik. Also ich habe gelächelt, dass ich ihn gesehen habe. Also er hat hier Tendenzen, aber hier ist er, die größte Teil ist er hier zu Hause. Ja, deswegen hier auf der Ebene im Sein, aus dem Sein seine Kraft zu schöpfen, habt ihr gemeinsam Kraft zu schöpfen. Okay, wo würdet ihr mich einschätzen? Die meisten liegen falsch. Schwerpunkt. Was ist mein Schwerpunkt? Was denkt ihr? Ich kann auf allen Hochzeiten tanzen, das ist mein Problem, deswegen war ich in der Klinik. Also, nochmal zurück. Was bin ich? Ermutiger. Hä? Ermutiger. 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 Das ist mein Herz. Ich bin meiner ersten Berufung nach Evangelist. Das ist Navigator. Das ist Navigator. Schon wieder falsch. Ermutiger! Ich bin Navigator! Jetzt ist es so. Und schon festgedreht. Also ich bin Ermutiger. Und wisst ihr, was interessant ist? Wenn man solche Dinge mal beobachtet, also ich merke, dass mir Captain kann ich, ist aber anstrengend. Я замечаю, что капитан я могу, но это очень напрягает. Wenn jemand schon mal bei uns zum Schabbat im Winter war, der weiß es auch. Also ich spare nicht an Teelichtern. Если кто-то был сегодня в Шабат, я не экономлю на свечках. Drei Schwestern haben mich erzogen und die haben das Emotionale sehr viel und tief in mich reingekriegt. Три сестры меня воспитали. И они воспитали очень много эмоционального ударения в моем сердце. То есть они усилили вот это то, что заложено было, усилили во мне.
Wollen wir große Schwierigkeiten machen? Da brauche ich immer einen Gegenspieler, sonst funktioniert das nicht. Ich kann Konzepte entwickeln. Aber das einfachste Konzept, was ich entwickle, braucht viele, viele Tage Vorarbeit und es ist sehr anstrengend. Концепты, которые я как бы делаю, требуют для этого очень много времени и для меня это очень высокое напряжение. Jetzt habt ihr, ich habe am Anfang gefragt, Markus, was ist du? Oder wirst du die andere Einschätzung haben? Okay. Wer möchte? Also Navigator, wer hat noch andere Meinungen? Navigator, was würdest du sagen? Was ist schwerpunktmäßig? Was würdest du sagen? Mir ist es so, weil ich bin Kapitän. Ich denke, ich habe alles, was ich habe. Mir ist es so. Also ich sehe dich auch als Navigator. Das ist die Stärke. Das heißt nicht, dass du von anderen Elemente hast. Du kannst auch hier irgendwo stehen, ja? Aber der Schwerpunkt ist hier in diesem Bereich. Navigator, Ordnung, Organisation, Strukturierung. Ja? Ich hatte am Abend ihm gesagt, ich brauche eine Struktur, es geht um die Zukunft der Gemeinde hier. Am nächsten Tag habe ich WhatsApp, zack, sofort 3 Seiten geschickt bekommen. Navigator, typisch. Ja, ich bräuchte mindestens 3 Monate dafür oder 3 Wochen mindestens. Bei ihm eine Nacht. Ja? Das sind so bestimmte Dinge, die funktionieren. Verstehst du? Я тоже думаю, что Маркус больше всего навигатор. Но мы берем. И как он что? Я приближаюсь к заключению. Вим, я кент из ошибки. Кто знает этот корабль? Аид. Стоит там oben? Да? Окей. Frage an euch. Wer weiß, wie viele Berufe sind auf diesem Schiff bei jeder Tour mindestens vertreten? Кто знает, сколько на этом корабле представлено профессий, как на путешествии? Wie viele Berufe sind auf diesem Schiff vertreten? Das ist alles schätzungsweise. Kann ich euch beruhigen, habe heute früh extra nachgeguckt. 92 Berufe, die von der Konzeption zu der Bewegung dieses Schiffes gehören. На этом корабле находятся 92 профессии, которые способствуют движению этого корабля. Dabei ist nicht berücksichtigt. И при этом не рассмотрено. Die Thematik des Bauens und so weiter ist ganz ausgeblendet. Тема строения и всякое такое, это все было исключено. Und auch der gesamte Bereich dessen, was auf Land stattfindet, vom Drucker für Werbung, für Zweigstellen, für Verkaufen von Tickets und so weiter, komplett ausgeblendet. И все, что связано с рекламой, с продажей билетов, все это было исключено. 92 Berufe. 92 профессии. So sind wir in der Gemeinde. Так же мы в общине. Wir sind so unterschiedlich. Мы такие разные. Gott sei Dank. Überleg dir mal, wenn wir alle gleich wären. Stell dir vor, wenn jeder eine Hand wäre. Oh, das ist, wir geben ein Handgemenge wahrscheinlich hier. Aber es braucht uns in dieser Unterschiedlichkeit. Wenn wir nur lernen, diese Unterschiedliche zu schätzen und zu nutzen. Мы нуждаемся в нас в этой разновидности, как мы есть. Если мы научимся чтить, почитать и благословлять друг друга. Но навигатор, Эвер Орнум. Навигатор вернемся, он желает порядок. Lässt man ihn keine Ordnung machen? Если мы не позволим ему делать порядок, dann tendiert er dazu, noch mehr Daten, noch mehr Fakten, noch mehr Statistiken zu sammeln. Тогда он начнет еще больше собирать информации, всякие данных, всякие статистики. Würde mit dem Ermutiger überhaupt nichts in den Kopf kommen. Это не придет даже в голову вдохновителю. Und er fürchtet das Chaos. И он как бы предсказывает тогда весь порядок. Ich habe einen Bruder, der ist nicht Navigator. У меня есть брат, он не навигатор. Und er sagt, die ordentlichen Menschen sind bloß zu faul zu suchen. Und haben Probleme für ihr Gedächtnis. Okay.
Капитан. Капитан. Это Siegen und Leiten. Желает побеждать и руководить. Wenn man ihn nicht lässt, если мы его не допустим к этому, läuft er trocken. Oder es wird für ihn so viel sinnlos. Er trocknet ein oder geht wegen vorher wegen Sinnlosigkeit, weil es ihm keinen Sinn macht. Und dann wird er es nicht aushalten, dann wird er irgendwann mal das Schiff verlassen. Okay. Если это ему не интересно, просто покинет. Ну, видишь, смысл не интересно, именно смысл не увидит. Все движется в такое какое-то непонятное направление, то он просто может покинуть корабль, если это не его корабль. Он, hat große Ängste vor Scheitern jeder Art. И он очень боится, что у него не получится, так, по разным причинам. Der Ermutiger will Motivation. Und wenn er nicht zur Motivation zu diesem Dienst in diesem Bereich kommt, dann fühlt er sich missverstanden und er hat Angst vor Ablehnung. Боится отвержения. Да, то есть именно Ermutiger боится отвержения. И der Harmoniemensch, и человек гармонии, то есть человек отношений, wenn man ihn nicht lässt, seine Harmonie umzusetzen, и если мы ему не позволим, flüchten diese Menschen sehr oft in Fantasiewelten, они как бы исчезают в мире фантазии, Träumereien, und so persönlich so sehr, sehr exklusiven Formen von Depression. Wenn ein Harmoniemensch die Harmonie nicht bekommt, ist eine seltene Familie sehr unter Zerbruch Risiko steht. Er braucht die Harmonie. Abschlussbild. Ich liebe den Blumenstrauß, das wisst ihr. Wie unterschiedlich sind die Farben? Какие разные цвета здесь? Wie unterschiedlich ist jede einzelne Blüte von der Farbe der Blätter und von der gesamten Gestaltung? Aber in der Gesamtheit drückt das Lebensfreude aus. Aber in der Gesamtheit drückt das Lebensfreude aus. Und ich lade euch ein, in diese Unterschiedlichkeit, in der wir sind, den anderen stehen zu lassen, so wie er ist. Ihn zu segnen und fördern, zu fördern in seiner Art. Und einander und dem Werk Gottes ein Segen zu werden. И вместе быть благословением Господним. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit. Благодарю вас за внимание. Gesegnetes Essen. Благословенная еда. Gesegnete Gemeinschaft. Благословенного общения. Und es wäre schön, wenn ihr noch ein bisschen bleibt. И очень прекрасно, если вы еще сможете здесь остаться. Gottes Segen. Amen.